Nein. Ich glaube, da wäre ich denn doch etwas anders. Liebe Kreatur, wo bist du denn? Da bist du. Du darfst wieder zurück. Gut, haben wir die Quest nicht erfüllen können. Naja, gut, also es ist nicht meine Schuld, ne? So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ja, wir legen ihr mal die Flauscheleine an. Zack, haben wir Flauscheleine. Und damit binden wir dich jetzt nochmal hier fest. Nochmal in diesem Umfeld. Zack. Obwohl ein bisschen größer kannst du schon, dass du hier bis zum Dingens hinkommst. Wollen wir die haben immer noch hier Verlangen nach Nahrung, ne? Wollen wir mal ein paar Fische ernten? Da. Oh, das können wir der Kreatur auch beibringen. Aber das machen wir noch eben so. So, einmal die Gewässer hier überfischt. Rein damit. Kreatur, wo bist du? Du sollst eine andere Leine haben. Na, jetzt waren die Namen. Falsche Taste. So. Die freundliche Leine. Man kann die Namen natürlich auch hier per Tastendruck durchschalten. Kreatur schicken. Ja, darf sie hier hin. Ja. Komm her. Also wir nehmen nochmal hier, gucken nochmal, ob der andere Zauberspender schon wieder aufgeladen ist. Nehmen wir der Wunderspender. Wo ist denn hier der? Hier ist der, genau. So. Ah, da klimpert das immer noch rum. Ist ja schön. So, hier nochmal. Wunder. Wunder. Guck zu und lerne. Leine, lerne. Lerne, Leine. Genau. Hallo, Kreatur. Ja, toll. Das nehmen wir mit. So, und tun das gefälligst hier in das Lagerhaus. Na, kommst du her? Wunderbar. Hast du es gesehen? Ja, hast du. Nochmal kurz belohnen. Weil du so aufmerksam bist. So, nur ein bisschen, ich habe hier keine Zeit. So, die Sonne geht wieder auf. Du sollst nämlich nochmal lernen, wie man hier die Fische holt. Man kann die nicht direkt aufs Wasser schicken, die geht immer an den Rand. Aber wir können ihr sagen. Na, hier, guck mal. Schaue. Kreatur. Sag mal, was isst du da ständig? Das war doch nicht ein Mensch. Ich hoffe nicht. Du sollst keine Menschen essen. Zumindest will ich das nicht. Gibt ja Leute, die wollen das. Ich nicht. So, rein damit. Und schon wieder etwas Glauben erhalten. Jetzt müssen wir auch ein bisschen mehr Restglauben haben. Ja, es waren eben noch ein paar hundert weniger. Und die Schafe sind immer noch nicht gefunden, meine Güte. Wo war das denn? Oder war das eben nur ein Beispiel Schaf, was wir gesehen haben? Ich meine, es stand ja irgendwo auf dem Berg drauf. Ich meine, so viele Berge gibt es ja nicht hier. Aber das andere... Na, wir haben noch eine... Ach, egal. Lass mir das Schaf einfach scharf sein. Bin ich jetzt auch nicht so scharf drauf. Und hier ist noch eine Schriftrolle, die wir anwählen können. Zack, sogar eine goldene Schriftrolle, damit es weitergeht hier. Oh, Erleuchteter. Unten im Tal lebt eine riesige Kreatur. Wir haben schreckliche Angst. Das muss die Kreatur sein, die Sable erwähnt hat. Sehen wir sie uns mal an. Ja, das machen wir. Da ist sie schon. Na, meine Kreatur kann auch mal schon mal hier hochkommen. Hallöchen. Na, das nenne ich groß. Ah, wir sind tot. Wir sind alle tot. Was ist das? Woher kommt es? Sie scheint nicht aggressiv zu sein. Wenn doch, sind wir erledigt. Wir beiden Hübschen und du, Boss. Hörst du das? Dieses Ungetüm spricht. Telepathisch. Du hast eine Kreatur. Bring sie zu mir. Niemals. Er wird sie fressen. Aber dieser Gigant scheint freundlich zu sein. Führen wir unseren Liebling an der Leine zu ihm. Das machen wir doch direkt. Bitte, führ deine Kreatur an der Leine zu mir. Aber nicht böse sein, ne? Behandle sie gut. Es ist die einzige Kreatur, die wir haben. Es sei denn, wir bestellen uns eine aus dem Ersatzteillager. Man weiß es nicht. Liebe Kreatur, wo bist du? Komm zu mir. Da bist du. Ja, immer noch herkommen. Hochgehen. Also nicht so hochgehen wie ein Fass Dynamit, sondern wie ein Tier, was
hochgeht. Bitte führ deine Kreatur an der Leine zu. Ja, das mache ich doch schon. Nicht so ungeduldig sein. Wenn du schon uralt bist, dann müsstest du doch genug Geduld haben. Hier ist auch noch ein Stein, der wahrscheinlich auch noch nix klingt. Nee, das war jetzt, da habe ich die Leine, die Kreatur hinbefohlen. Das wollte ich ja gar nicht. Bitte führ deine Kreatur an der Leine zu mir. Bitte wiederhole dich nicht ständig. Ich hoffe, sie freunden sich an. Die sind ja auch fast gleich groß. Oh. Ja, guckst du komisch, ne? Was ist das für ein Spielzeug? Hallo? Eine andere Kreatur, ist das wahr? Bist du echt? Seit Äonen bin ich allein. Ich fürchtete zu sterben, ohne je einen anderen Gott zu sehen. Oder eine andere Kreatur. Das wird sich so gleich geändert haben. Einst diente ich Nemesis, dem mächtigsten aller Götter. Doch als seine Macht wuchs, war ich ihm nicht mehr gut genug. Deshalb verbannte er mich hierher. Und seitdem bin ich allein. Bis jetzt. Ja, jetzt sind wir da. Jetzt machen wir dicke Party hier. Dieses Wesen ist erstaunlich. Was für eine traurige Geschichte. Als Dank für deine Freundschaft werde ich dich und deine Kreatur unterrichten. Ich werde dich den Weg der Götter lehren. Wer hat denn gesagt, dass wir Freunde sind? Aber ich meine, wenn er uns das beibringen will, nehmen wir natürlich gerne mit. Na, der Weg der Götter? Wenn du für die erste Lektion bereit bist, triffst du mich im Dorf auf der anderen Seite des Passes. Okido. Na, wenn der läuft, das klingt doch gleich mal ganz anders. Hier, kleine Kreatur. Lauf ihm hinterher. Der folgt ihm sogar automatisch. Sind wir denn schon bereit? Ich würde sagen, nachdem wir hier so lange rumgetrödelt haben, sind wir das, glaube ich, sogar ziemlich gut. Und hier ist immer noch kein Schaf. Mano! Oh, hier laufen Leute. Boah, ey, blödes Schaf. Das macht mich jetzt ja ein bisschen wuschig, ne? Ist hier noch eins? Huch. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich will da unten hin. Nö. Ach egal, dann gehen wir halt da, wo wir hin sollen. Jetzt pennt ihr hier in der Gegend, oder was? Ich wusste gar nicht, dass Tiere so schnarchen können. Ja, du hast Hunger, ich weiß. Aber hast du mal gepennt, das ist gut. Darfst du gerne öfter tun. So, du kommst trotzdem nochmal mit. Aber wie sieht's denn hier oben aus? Ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas machen, mache ich etwas, nämlich eine kleine Aufnahmepause. Hier ist irgendwas Glitzerndes. Ah ne, das ist okay. Das war der Wunderspender. Bevor ich eine Aufnahmepause mache, machen wir noch schnell ein Wunder. Wir füllen nochmal hier den Laden auf. Ihr wollt... Ach doch, ihr wollt was haben, ne? Ja, Wunder, Wunder, Wunder. Erhaltener Glaube. Wunderbar. Ist hier noch ein Schaf? Schaf? Schaf. 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 Och, Mano, ihr Kreatur, bleib ruhig da oben. Ich mache in der Zeit eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Kreatur, komm nochmal her. Wir winken mal gemeinsam, okay? Na, lass mich dich anschauen. Ja. Ja. Du hast ihn getötet. Du solltest dich schämen. Wen habe ich getötet? Habe ich gar nicht. Mit diesem leicht freundlichen Klaps auf die Wange. Verabschieden wir uns. Ja, gut. Sag tschüss. Okay, er haut selber ab. Na. So, jetzt aber Leine los und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
So, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Black and White. Bevor ich im Spiel hier fortfahre, müssen wir noch eben kurz was machen oder probiere ich mal kurz schnell was aus. Und zwar muss ich dafür ganz dicht ranzoomen, damit ich die Hand hier ganz groß habe. Wir probieren jetzt mal was aus, ein kleines Experiment. Einmal Schwung holen, wir konzentrieren uns auf den Rand des Bildschirms. Und tap! Ja, wunderbar, ist hier schon mal Platz. Das gleiche mit der rechten Seite auch noch. Schwung holen. Alle gemeinsam jetzt. Schwung holen und tap! Wunderbar, und schon haben wir ein breiteres Bild hier. Sehr schön. Gefällt mir gleich viel besser. Ja, nein, kleiner Spaß, so macht man das natürlich nicht. Es wurde der Hinweis gefällt von jemandem, dessen Namen ich gerade vergessen habe, dass man das Spiel auch auf Breitbild stellen kann. Ich hatte damals schon gesucht, wie das denn funktionieren könnte. Was machst du da? Ach, so schön. Ja, das ist gut. Hast gut gemacht. Der hat aber zugenommen, der Junge. Also ich habe den Tipp bekommen, wie man das auf Breitbild stellt. Man muss da ein bisschen in der Registry herumfummeln. Aber wie man sieht, es hat funktioniert. Und ich habe das nicht auf 16:9 gestellt, sondern auf 16:10, weil das Spiel halt nicht dafür ausgelegt ist. Und wenn ich das auf 16:9 stelle, ja genau, findest du auch, ne? Dann wäre das Bild hier so abgeschnitten, dass das, ja, ich will ihn gar nicht streicheln, dass es nur bis zu den Augen reicht und der Kopf so halb ab ist. Das will ich ja auch nicht, es sieht doof aus. Nee, deswegen ist es so. Aber ist doch schon mal besser als das schnöde 4:3. Ich finde, man hat sich da auch ziemlich schnell umgewöhnt. Was hast du da? Schon wieder Getreide? Na, oder was? Oder ist das Fisch oder was hast du da? Auf jeden Fall hoffentlich nichts Menschliches. Also nicht, dass du da irgendwie suchst, was da in das Lagerhaus reinzuschmeißen und dann als Nahrung hier den eigenen Leuten zu verkaufen. Das wäre ja nichts. Ja, wo waren wir? Die Kreatur, genau, die ist mal schön fleißig, die muss echt ein bisschen abnehmen, also, ja. Ja, du hast zugenommen. Schäm dich mal. Wenn du Hunger hast, dann, kriegst du erstmal nichts mehr. Setzen wir dich auf eine Diät. Aber erstmal kannst du in der Runde pennen. Ja, wunderbar. Oh, wie friedlich. So, in der Zeit kann ich nochmal gucken. Ich weiß nämlich jetzt, wo eins der Schäfchen ist. Zumindest dachte ich das. Schäfchen, da ist das. Na ja, wunderbar. Zack. Ne, wir erinnern uns an unsere schöne Schafsquest. Bitteschön. Und ich weiß, wo noch eins ist. Ich danke dir. Ja, gern geschehen. Ja, mach ich auch. Hier ist nämlich auch noch eins. Da ist noch eins. Ja, meh. Ich habe mich nämlich noch mal ein kleines bisschen umgeschaut und schlau gemacht. So, drei Stück haben wir schon. Gütiger Gott, ich danke dir. Ja. Bitte mach weiter. So. Ja, mach ich doch. Und hier haben wir nämlich noch eins. Na, pst. So, noch ein Schaf. Ist ja voll scharfig hier. So, vier Stück haben wir jetzt. Na, sag mal was. Gütiger Gott, ich danke dir. Bitte mach weiter so. Oh, hier fliegt ein Baum durch die Gegend. Ach, guck mal, die haben den gefällt. Ja, aber nicht, dass der das Haus kaputt macht. Okay, jetzt haben wir hier vier Schafe. Eigentlich reicht das. Wahrscheinlich, weil das eine Schaf sowieso noch da stand. Wir können ihm ja noch so einen Stein unterjubeln. Huch, als Schaf. Eigentlich wäre hier nämlich noch ein Schaf, aber ich glaube, und ich habe die grobe Vermutung, dass unsere liebe Kreatur sich daran schon zu schaffen gemacht hat. Also zu schafen. Also, dass die Kreatur das schon gefressen hat. Naja, das heißt für uns auch, dass wir die Aufgabe nicht komplett lösen können. Denn wer die Aufgabe kennt, weiß, dass man bei vier gefundenen Schafen eine Belohnung kriegt, aber man kann noch weitere Schafe dahin stapeln. Also alle, die man hier finden kann. Nur wenn man einige nicht mehr finden kann, weil die schon verputzt worden sind oder nicht mehr anderweitig existieren, dann hat man halt Pech. Es gäbe nämlich eine... sage ich das? Sage ich das? Will ich das spoilern? Ja, ich glaube, ich mache das einfach mal. Es gäbe nämlich eine Kreatur, eine Bonuskreatur, die man sich aussuchen könnte, dass man die dann spielen kann. Und hier habe ich schon überall geschaut, ob die Schafe sind. Ich suche ja noch das vierte. Also eigentlich haben wir ja schon vier. Aber eigentlich auch nicht.